Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft Fanti. Ne, Hoppel? Brava Hoppel. Anti ist auch mit dabei. Hallo Leute und willkommen zurück. Ich mach's mir gerade im Haus von Würgi gemütlich. Oh ne, da hinten, ey, da. Ich weiß schon, wo du bist. Das ist wunderschön hier. Ich habe übrigens ein Diamantschwert und einen Schutz 2 Panzer, weil ich Way getötet habe. Kriegsbeute! Kriegsbeute! Oh, Sternchen joins the game. Hallo, Sternchen. Sternchen! Hä? Oh, es funktioniert ja, das wusste ich gar nicht. Ah. Was funktioniert? Ach so, ja, stimmt. Ist eigentlich logisch. Würgi hat hier eine Klingel. Die öffnet die Tür. Ich finde, Würgi hat das hier sehr schön gemacht. Muss man einfach mal sagen, das Haus gefällt mir sehr gut. Übrigens, hast du vom Haus auch noch ein Dingens mit Buch. Eine Kiste mit Buch. Ja, ich weiß. Ich habe das Gefühl. Achso, nee, weiß ich nicht. Ich dachte, meinst du meine Bücher? Ich habe das Gefühl, ich schwimme gerade in der Toilette rein hier. Ist aber auch sehr gemütlich alles gemacht. Wasserrutsche! Woo! Warum bauen wir nicht so ein schönes Haus? Ich will auch eine Wasserrutsche in meinem Haus haben. Aldi. Machen wir noch. Generell hätte ich ja gern einen Marktplatz mittlerweile. Wir können ja irgendwie bestimmen, dass wir handeln mit Eisen und so weiter. Ich meine, ich habe jetzt keinen Bock, irgendwie noch ein Plugin zu installieren, aber so ganz normale Handelswege, ich habe ja auch gesagt, meine Pferde gibt es für Gold. Gold vor allen Dingen. Ja, ich sag ja Gold, Eisen, Diamanten, so halt in der Reihenfolge. Was willst du sonst mit Gold? Okay, mit dir kann man was machen. Was willst du sonst damit machen? Da kann man auch mit handeln. Also sagen mit Gold, das ist selten und das brauchst du eigentlich auch gar nicht. Ja, dann handeln wir mit Gold und Goldnugget. Wäre ja auch was. Ich versuche nach Hause zu kommen. Ich bin bei Würgis Haus. Ja, Pech, ich gehe gerade nach Hause. Okay, dann komme ich auch gleich mal. Nee, jetzt will ich nicht mal nach Hause. Doch, jetzt kommst du nach Hause, du Kleine. Nein. Niemals! Du wirst mich niemals kriegen! Niemals! Übrigens, wir haben jetzt noch die Creeper-Stopfer, die keine Creeper-Löcher stopfen. Also wir haben 3 Lochstopfer und doch, dieser, also, wie heißt er? Cowboy, Cow, irgendwas mit Cow. Der stopft die Löcher, übrigens Pokefan. 400 ist auch ein Lochstopfer, mal sehen, ob er Löcher stopft. Ja, ich bin in der Mitte im Stadtzentrum, überm Haus. Ja, ich sehe dich. Das ist mittlerweile so ein Stadtzentrum geworden. Guck, geht in alle Richtungen von hier aus. Stimmt, irgendwie ist es schon ein Stadtzentrum. Das Weg ist, ich finde, wir sollten das mit den Hühnern, das wollte ich schon immer mal schöner machen. Das sieht einfach so Tierquälerei-mäßig aus. Das wollte ich immer mal schöner machen. Der Weg ist noch nicht so fantastisch, den werde ich auch noch verbessern. Aber das ist alles in Planung, ne? Ja, was ist denn hier? Wie? Warum? Gar nichts, ich mache hier Wege. Das ist besser. Geh doch mal weg. Oh. Ey, ich bin doch da. Raus. Ich bin doch raus. Hä? Dann leckt es bei mir jetzt, oder was? Bei mir, wahrscheinlich. Ich konnte nicht setzen, weil du da standest. Du stehst bei mir noch im Loch drin. Du leckst aber auch ein bisschen. Ich bin disconnected. Oh. Ja, du leckst nämlich auch ein bisschen. Das habe ich Ihnen schon vor der Aufnahme gesagt. Bereits vor der Aufnahme. Warum bezahlt mir niemand was? Warum will keiner meine Pferde haben? Boah, ich will das hier alles machen. Ich will diese ganzen Wege einfach mal... Es wäre nett, wenn wir den Server ein bisschen besser haben könnten, übrigens. Ich weiß ja nicht, wer den betreibt, aber... Manchmal leckt es wirklich noch ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das an mir liegt. Nein, es liegt an dir. Es liegt wirklich an dir, tut mir leid, muss ich so sagen. Das meinten nämlich Schissel und so auch schon, dass es immer leckt und dann... Also ich muss sagen, bei mir leckt es eigentlich nie, außer wenn ich schlechtes Internet habe. Und das ist dann halt meine Schuld. Weiß ja nicht. Ich will jetzt auch hier niemandem was unterstellen. Also, ich muss sagen, bei mir leckt es nicht, nur wenn ich halt selbst schlechtes Internet habe. Bei Schissel hat es nämlich letztens auch geleckt. Und bei mir hat es heute auch geleckt. Ich war im Nether, ne? Hab da Blöcke gebaut unterm... also so, du weißt schon, wie ich meine. Dann bin ich in die Lava gefallen, weil es hat geleckt. Eine Block ist weggegangen und dann... Ja, toll. Alles weg, ne? Natürlich eine Diaschaufel mit Effizienz. Ja, aber du leckst auch die ganze Zeit, muss ich sagen. Dein Internet ist auch nicht stabil. Da ist es genauso schlecht wie meins. Ja, aber die anderen meinten ja auch, dass es am Server auch manchmal liegt. Weil es bei ihnen auch leckt. Also ich weiß nicht, ich will mich da auch nichts verlassen jetzt. Du leckst übrigens gerade auch. Ich meine, ganz ehrlich, mit IT-Cover die auf, dem immer du es am Leggen.
Das ist einfach die typische IT-Geschichte hier. Das wird noch. Irgendwann in 80 Jahren. Irgendwann, wenn auch du mal gutes Internet hast. Ich muss auch meine Sattelkammern anders machen, da müssen auch Türen rein. Das muss auch mal weg hier langsam. Hier irgendwie im Boden rein. Das ist nicht schön gemacht, aber ich will jetzt Pferde. Ich suche jetzt gezielt Pferde aus, die ich verpaaren kann. Dann ist unnötige Pferdezucht. Die ist nicht unnötig. Ich züchte... Ich wollte eigentlich erstmal nach Qualität züchten, auch langsam. Es nutzt keiner die Pferde. Ist aber auch nicht qualitativ hoch. Was? Es nutzt keiner die Pferde. Ja, ich will jetzt aber wirklich mal nach Qualität. Ich habe ja vorher nach Aussehen gezüchtet. Und jetzt packe ich da die Einser rein. Ich züchte jetzt nach Qualität, weißt du nämlich. Das ist schon mal ein recht gutes Pferd eigentlich. Immerhin hat es 2 plus. Die sind alle noch gar nicht zahm. Ich sollte die mir mehr zähmen. So, du bist ein 2 plus Pferd. Braves Pferd. Oh Gott. Ja, lass mich mal rein! Digga! Ich fall 5-mal vom selben Pferd runter. Bist du gezähmt? Ja, aber du bist nur ein Einer. Ich lass dich mal raus. Übrigens habe ich den Bomben auch noch ein bisschen weiter gebaut. Also, der sieht jetzt von innen auch wieder tipptopp aus. Also ein bisschen besser. Wird alles. Mhm. Im Manti passiert momentan viel, Leute. Ihr seht ja, also die Wege sind über Nacht entstanden. Wir können ja mal Pferderennen machen, weißt du? Wir machen dann Pferderennen, ne? Mit Gewinn. Und dann gewinne ich, weil ich einfach die besttrainiertesten Pferde habe. Ne? Ist einfach die Sache. Ist einfach die Sache, Mann. Nicht irgendwie die Pferde umstellen oder so. Ich sortiere die gerade nach Stern. Ja, fantastisch. Ja, es ist ganz wichtig für mich. Ich will eh nur einen Esel haben. Ja, nimm dir einen. Guck mal, die sind, wenn jemand umzieht zum Beispiel. Die sind voll. Ich kann auch ein Umzugsunternehmen gründen. Umzugsunternehmen Dani. Mit 5 Eseln gehe ich dann einfach los und bringe dir Sachen hinterher. Ist das Haus von außen eigentlich schon fertig? Nee. Muss ich noch 4 machen eigentlich. Aber ich bin so faul gerade. Ich bin so faul. Aber naja, die Irken da hinten müssen noch schöner angebaut werden auch wieder. Ich sortiere jetzt gerade erstmal die Pferde. Und die ich gar nicht mehr brauche, stelle ich wieder zum Verkauf hin. Wie gesagt, Pferderennen. Irgendwann. Ich züchte jetzt einfach das beste Pferd. Ich züchte die schlechten gar nicht mehr. So, du bist eigentlich ein Pferd, das man züchten, ja, nicht muss, aber könnte. Geh mal wieder her. Was seid ihr für süße Tierchen? Na, komm mal raus. Geh raus. Hässliches Pferd, Alter. Habe ich da nicht was reingesetzt? Ich bin mir ziemlich sicher, ich habe 2 Tore gemacht irgendwann. Warum habe ich nicht 2 Tore gemacht? Ich dachte, ich hätte 2 Tore gemacht. Das ist... Ja, 2 Tore. Und die Esel haben auch ihre besonderen Vorzüge. Kannst eine Kiste ranpacken. Genau. Als Eselzüchter weiß man das natürlich. Man verkauft auch die Esel am besten mit Kiste, weil das nutzen die meisten Leute dann aus und so. Keine Ahnung. Als Kistenschlepper. Ja. Oh, du bist eigentlich ein ganz gutes Pferd sogar. Also, ich muss ihn hier rauskriegen. Da komm raus hier! Da kommen nur die guten Pferde rein. Rein hier. Was bist du? Nee, es ist hässlich und schlecht. Das töte ich einfach. Ich hätte es auch verkaufen können, aber kauft eh keiner. Oh Mann. Also Dani übrigens, wie findest du den Eingang von unserem Haus? Ich habe den ja auch mal ein bisschen verbessert. Er ist, also wirklich, also ich muss sagen, eine Schönheit. Also hässlich. Ich bin so stolz auf dich. Ich meine, wir haben zwar im Vergleich das hässlichste Haus der Welt, aber ich bin so stolz auf dich. Ja, aber von außen ist es gar nicht mehr so schlimm. Ja, natürlich. Ja, okay, dann brenne ich es ab. Nein.
brenn's ab. Das war nur ein Spaß. Lass unser Haus stehen. Bitte lass unser Haus stehen, verdammt. Den Eingang habe ich ja selbst gemacht. Kannst mir ja nichts sagen, wenn ich den abbrenne. Oder den Baum, den kann ich auch abbrennen. Nein, hör auf damit. Habe ich auch selbst gemacht. Oh shit, das ist unser einziges weißes Feld, oder? Nee, ist es nicht. Wurde schon mal was? Wurde schon verkauft. Mal ein Birkenhaus abgebrannt, wenn du dich erinnerst. Hör auf. Sei kein Blödmann. Oh, ist das ein gutes Feld gewesen, auf das ich gerade saß? Vor allen Dingen, wie es laggen würde, wenn das Ding brennen würde. Ja, das würde es. So, ich biete jetzt hier mein treues Ross wieder zum Verkauf an. Mist, es klappt nicht. Alter, das Pferd auf! Gib mir das Pferd wieder, gib mir das Pferd wieder, gib mir das Pferd wieder! Mann, bist du ein Mistkerl. Lass Olaf in Ruhe. Ach, Dani, wo bist du denn gerade? Ich bin sauer. Bin wieder. Gib mir das Pferd! Wo ist das Pferd? Olaf ist im Urlaub. Wo hast du das Pferd hingetan? Oh, IT, wo ist das Pferd hingetan? Kennst du das, wenn Pferde ertrinken? Nein, wo ist das Pferd? Hier, komm mit. Ich hasse dich so. Sonst muss ich ja noch Angst haben, dass du mich tötest. Töte ich dich jetzt auch gleich. Da hinten ist Olaf. Wo? Da hinten. Hol's wieder! Hör auf! Wieder. Hol's wieder! Hol das Pferd wieder! Aber hör auf, mich zu hitten. Wir sind hier nicht bei Hitze Gravel Pit. Du bist ein Arsch. Bring's wieder dahin, wo es war. Also in den Verkauf rein. Es soll verkauft werden, aber ohne Sattel. Die habe ich teuer erangelt. Nein, falsch! Gib das Pferd her! Ja, ich gib her, das ist falsch! Nein, das ist falsch! Gib her! Okay, hier. Oh, du bist so dumm! Geh außen rum! Tut mir leid. Versuch doch mal hier alles in rechten Ordnung zu halten. Ja. Das sind die besten. Nein, das sind die schlechtesten. Die sind... Oh, hört mal auf, Mann! Zeig mal! Du machst alles auf und zu, geh einfach weg von meinen Sachen. Das war ich wirklich nicht. Ein Pferd passt nicht durch eine Einöffnung. Das musste wegen zwei öffnen, weil du sie aufgemacht hattest. Ach so. Ich hasse sowas. Übrigens, was hältst du denn von der Kirche? Mal was dazu gesagt? Die ist schön. Ja klar, die haben wir uns angeguckt, letzte Folge. Mhm. Könnte auch mal weitergebaut werden. Die ist weitergebaut worden. Naja, geht, ne? Ja, guck doch mal, da ist ein ganzer neuer Turm und alles entstanden. Dach steht immer noch nicht. Also Gugi, falls du das siehst, gibt auch ein Dach. Oh, du bist so gemein. Bin ich gemein. Die arme Gugi. Ah, Gugi. Was du für ein Tier? Die mal schöne Bilder. Jeder mag Gugi. Jeder mag Gugi. Ich mag Gugi, du magst Gugi, wir alle mögen Gugi. Gugi! Vor allen Dingen, ich hab den Faden verloren. Wie sie kann aussehen. Jetzt hab ich den Faden verloren. Ich hab zu viele Pferde, ich muss wirklich die schlechten loswerden. Juhu, Pferde töten! Und rauf auf die Pferde, rauf geht's ab. Die meisten sind ja schon gezähmt, muss man ja dazu sagen. Komm mal her, ich zeig dir Marco mal. Die Pferde, die hier drin sind, könntest du in den Verkauf stellen. Alle. Nee, da habe ich keine Lust drauf. Ich geh mal weitermachen. Na, Arschloch. Du könntest mal die Kiste vor unserem Haus zeigen, da ist ein Buch drin für dich. Nein, mach ich später. Naja. Dann halt nein, nicht. Dann kommen die Tiere rein, die ich noch habe. Übrigens habe ich das Gefühl, die Wand, die statt hier auf unserer Seite ist, ne? Da sind auch alle aktiv. Die auf der anderen Seite, hinter dem Baum, die sind irgendwie alle gar nicht mehr aktiv, habe ich das Gefühl. Ja, kann sein.
Finde ich schade. Also sehr abgetrennt. Schade. Also wenn ihr das Video seht, ihr könnt immer wieder kommen. Also. Wenn man zu lange inaktiv wird, dann fliegt man eben aus Manti raus. Nee. Die Häuser angezündet von IT. Werden sie nicht. Findet er Gefallen an dieser Idee. Jetzt findet er Gefallen dran. Warte, jetzt hat er Gefallen. Ja, sonst sind da ja noch Reste. Muss ich die Reste machen, weil es schön aussehen soll. Ach ja, übrigens, ich habe jetzt einen besseren Bogen, ja, also falls meine Pferde kennenlernen wollen. Oh, hör auf, nicht meine Pferde ärgern. Das mache ich nicht mehr. Erinnerst du dich noch an diesen einen Tag? Ich hasse dich. Tag in Minecraft. Hör auf zu laggen. Lagge nicht. Du laggst. Nee. Disconnected, was soll das? Ich sage doch, du laggst. Habe ich noch ein weißes Pferd? Bist du besser? Ja, du bist gut, dann kann ich das andere töten. Kauft doch eh keiner! Die Einser sind eigentlich auch nutzlos. Die Einser könnte ich höchstens verkaufen, die sind immer noch besser als die anderen. Ah, du bist lahm, ich mag dich eh nicht, du bist hässlich. Ich töte Pferde. Ihr steht ineinander, das ist gerade nervig. Grau kann man... Nee. Tod den Pferden. Ich züchte jetzt nach Qualität. Du kannst leben bleiben. Guck mal, ich habe gesagt, du kannst leben bleiben. Alles gut. Minecraft Funty. Ja, nee, tötet einfach Pferde. Ja, sind ja auch meine. Ich habe sie auch gezüchtet. Das ich habe sie alle gezüchtet. Jetzt darf ich sie auch alle töten. Übrigens, ich habe hier so einen schönen Weg gemacht. Oh, ist der hübsch. Oh. Oh, wenn dieses Pferd gleich nicht zahm wird, ist es auch tot. 3, 2, tot. Auf. Na, bist du braver? Ja, du bist ein braver. Kennst du noch die Source Park-Folge? Wie zähmt man ein Pferd in Minecraft? Nee. Was? Source Park-Folge? Ja. Die sagt mir gar nichts, sorry. Unwissende. Unwissende. Mach erstmal deine Scheune schöner, dann reden wir weiter. Mach du erstmal den Baum schöner. Die Äste sehen schön scheiße aus. Die Äste sehen scheiße aus. Scheiße sehen die aus. Die Äste haben nicht gemacht, die hat Schüssel gemacht. Schüssel. Was sind denn die scheiße aus, Schüssel? Ach, guck mal, ich bin jetzt nicht scheiße. Leute, ich brauch trinken Slimeball. Ich muss nämlich trinkt Leinen brauche ich. Brauch welche. Und dass es nicht leckt. Pistons. Oh, für was brauchst du denn jetzt schon wieder? Pistons. Also Leute, wenn jemand Slimebälle hat, ne? Und mich. Ich an IT. Du brauchst immer das, was ich brauche. Voll gemein. Ich hab euch da nicht Sia-Blöcke. Nein, das sind meine. Die habe ich voller Farm die ganze Zeit offline. Wenn ich nichts zu tun hatte, immer so schön auf Wanti farmen. Das weiterhin kriegt ihr ein Pferd geschenkt von Dani. Ja, aber nur die schlechten. Wenn ihr mir Slimeballs gibt. Nein, wenn ihr mir Slimeballs gibt und nicht eins, dann kriegt ihr ein schlechtes Pferd. Vielleicht auch ein gutes. Oh, du kriegst. Du darfst gar nicht über meine Pferde bestimmen. Vor allem nicht über meine Zuchtpferde. Ich habe nie was mit denen gemacht, aber egal. Wenn die da so vorne drin stehen, da kann man die für 5 immer noch kaufen, für 5 Gold. Aber man soll jetzt nicht was Böses mit denen machen. Guck mal, Sterni! Hui! Sterni! Wir alle mögen Sterni! Oh, sorry, ist doch da. Ja, der ist doch gerade gekommen, du Blödi. Ich mich, weil dieser Poké-Fan ist. Und hör auf, immer sorry zu sagen, es ist einfach nur way. Oh, wie mich das ankostet, wenn du die Namen gefunden nicht kennst. Ich bin hinter ihr, ich schlag sie gleich. Hör auf, Leute zu schlagen, das ist voll gemein. Ich hab das Gefühl, ich bin so der gemeine Part in unserem Let's Play und du bist so die richtig nette. Oh nein, mach dies nicht, mach das nicht. Ja, ich finde das doof von dir, wenn du alles schlägst. Aber du weißt ja, Gegensätze ergänzen sich. Nein. Oder ziehen sich an. Wenn dann, what? Ja, wenn dann heißt es ziehen sich an, aber nein. Minus und Plus. Was machen die beim Magnetismus? 6. Naja, gut, dann nicht. Physik mit Dani. Ja, das ist keine gute Idee.
Ey! Übrigens habe ich mal eine Frage an dich. Ja. Ich habe mit Chisel überlegt und er stehen ja noch. Hör auf zu laggen. Oh Mann! Ja, bitte. Dani? Also. Ja. Wenn du hier, Chisel und ich haben überlegt, wenn du hier rausgehst, steht ja noch da dieser Kind und dieses Herz neben dem Baum direkt. Ja. Sollen wir das mal vielleicht wegmachen oder so? Weil ich weiß nicht. Da musst du erst Würgi fragen, die hat gebaut. Was waren ja so kleine Gesten, aber wir könnten da hoch lieber was Schöneres bauen. Irgendwie. Da musst du erst Würgi fragen, sie hat's gebaut. Gut, ich frag Würgi später. Ist sie nicht online? Nee, ist sie nicht. Gut, Leute, also wenn in einem der nächsten Parts die weg sind, dann wisst ihr Bescheid. Dann hat Alti jetzt nicht abgewartet. Aber ich sage vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.